Hi Leute, ich habe euch mal wieder ein Schloss besorgt. Das habe ich aus Hongkong, das heißt über Amazon bestellt, aus Hongkong geliefert für ungefähr 8 Euro. Kleine schöne Box mit einem durchsichtigen Schloss drin. Ist eigentlich so, für 8 Euro kann man nicht meckern. Persönlich finde ich diese durchsichtigen Schlösser finde ich top. Dadurch, wenn man anfängt mit Lockpicking, kann man sich vieles vorstellen, da ist viel Theorie dabei. Aber wenn man es mal sieht, ist eine ganz andere Verstand, kann man ganz anders verstehen. So, hier seht ihr mal die ganzen. Hier ist einmal eine Feder drin, die dann später den Haltebügel nach oben drückt. Die Verriegelung für beide Seiten, Schließkern, dann einmal die einen Stifte, die ihr sehen könnt. Und darunter die Druckfedern. So. Was passiert in so einem Schloss? Wenn ihr den Schlüssel reinsteckt in den Schließkern, gehen die Stifte auf eine Höhe. Und sobald die auf einer Höhe sind, lässt sich der Schließkern drehen und beide Seiten drehen sich zurück oder ziehen sich in dem Moment zurück. Persönlich finde ich es eine ganz gute Sache für sämtliche Leute, die anfangen mit Lockpicking, weil das ist am Anfang ist jede Menge Theorie. Man weiß noch nicht genau, was geht wirklich in so einem Schloss vor. Und wenn man dann so ein Übungsschloss hat, was ich persönlich, wie gesagt, ganz gut finde, dann kann man sehen, wie die Funktionsweise ist. Das heißt, ich habe den Schlüssel reingesteckt, ich drehe den Kern und in dem Moment ziehen sich hier, der zieht sich zurück und der zieht sich zurück. Das heißt, ihr könnt jetzt sehen, was da drin passiert. Hier sind alle Stifte drin, der Kern hat sich zurückgezogen und somit wurde der Riegel freigegeben. Wie gesagt, für jeden, der anfängt mit Lockpicking, ich würde sagen, für 8 Euro, da kann man nichts verkehrt machen, vor allem mit Versand. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao.